Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Jump League Folge. Heute haben wir einen Gast dabei, nämlich die... Die Kerstin, wer es noch nicht weiß. Hi. 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 Heute haben wir eine Challenge und zwar ist das eine Challenge, wo wir mehr auf uns achten. Deswegen ist das Ganze nachkommentiert. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und zwar nennt es sich die... Die Falsch- oder Wahrheit-Challenge. Genau. Und ich schwenke die ganze Zeit das Mikrofon ein bisschen hin und her, damit der Ton ungefähr gleich ist. Diese Challenge ist so aufgebaut, wir haben 4 Zettel. Auf diesen 4 Zetteln sind 3 Geschichten jeweils drauf, wo 2 richtig sind und eine falsch bei mir. Und bei ihr sind 2 falsch und eine richtig, also genau anders als bei mir. Einmal ist es aber so, dass es 3 Stories gibt, wo entweder alle 3 richtig oder alle 3 falsch sind. Aber es wird halt nicht gesagt, wann das sein kann. Das ist also die Hardcore. Runde. Falls ich oder sie das nicht errät, haben wir auch Bestrafungen. Diese haben wir selbst ausgesucht, kamen eventuell auch schon vor und wie ich denke, wir fangen jetzt einfach an. Also gut, ich fange an und zwar meine ersten 3 Stories. Ich war mit meinem Kumpel, das war der Tobias, in Kochel Schlitten fahren. Das war so ein Abhang, wir haben halt so eine Schanze hingemacht und dann waren halt da noch so Autos da hinten und dazwischen waren halt so Zäune. Wir haben, oder ich zumindest, habe dann immer den normalen Abhang gemacht, bin dann da so runtergefahren, gesprungen und halt normal gelandet mit dem Schlitten. Mein Freund meinte so, ja, ich gehe jetzt den ganzen Wald hoch, das waren noch so 20, 30 Meter weiter und ist von ganz oben runtergefahren, über die Schanze und ist so weit geflogen, dass er in den Zaun reingeflogen ist und hat sein Schienbein gebrochen. Das war meine erste Story. Meine zweite Story war, als ich noch kleiner war, da hatten wir einen Fernseher im Wohnzimmer, der war kaputt. Und ich habe mich wieder über Genius gefühlt und dachte mir so, ja, den kann ich selber reparieren. Meine Mama und mein Dad haben immer gesagt, weh, du machst da irgendwas. Da habe ich mich so entschlossen, ich wollte sie stolz machen und ich gehe einfach nachts hin und repariere den. Und bin dann, wie gesagt, nachts aufgestanden, habe den dann versucht zu reparieren, habe ihn eingesteckt und es hat einfach nur noch geraucht, gezischt und sowas und er war halt einfach kaputt und ich habe den übertriebensten Ärger dafür bekommen. Die dritte Story ist über meine Liebeleien, weil ich hatte ja auch meine ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht und zwar war das irgendwie in der Grundschule, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war ich sehr klein und dann fiel halt auch nach dem ersten Mal Händchen halten auch irgendwann der erste Kuss. Und ich dachte mir, ich will halt sozusagen so ein kleines Tattoo haben und habe mir den Namen von meiner ersten Freundin mit Edding auf meinen Schwanz geschrieben. Das ist meine dritte Story. Also die letzte klingt bescheuert, aber nach dir? Ja. Die erste klingt irgendwie okay, die zweite klingt auch nach dir. Die zweite und die erste ist richtig. Und ich muss dir sagen, 1 und 2 ist richtig, du hast somit richtig gelegen. Okay, erste Runde geht an dich, du hast keine Bestrafung. Die erste, was ich habe, also wir sind in Urlaub gefahren, Familienurlaub halt normaler und dann macht man ja Raststättenurlaub. Wir waren in der Toilette und dann sitzen doch immer da die Klofrauen halt, die wo halt den Geld doch sammeln. Ja. Genau, und die hatte halt ihren Becher da halt und ich gehe halt so rein, hole ein 2-Euro-Stück rein und schmeiß den halt da rein, sie schaue mich so an, lacht mich voll aus. Und dann habe ich erst gemerkt, dass das halt ein Becher mit Kaffee drin war und ich habe nie Kaffeebecher das 2-Euro-Stück reingeschüssen. Das war gar keine Klofrau, die hat nur auf ihren Mann gewartet. Okay. Okay, dann die zweite. Abschlussfeier von der Schule halt dann. Und dann trifft man sich ja alle so in Tracht und dies und das und geht halt dann nochmal ein bisschen weg. Und ich bin halt dann auf die Toilette gegangen. Und dann, wo ich wieder rauskam, hing halt mein Rock in meinem Höschen drinne und jeder hat meinen Po gesehen und ich bin halt so die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und hab's nicht gecheckt. Und die dritte, mal wieder zur Spätschule gekommen, wie immer, und war eh voll Chaos, Lehrer auch zu spät gekommen, also egal, bin ich auf den Platz gegangen, sag zu meiner Freundin Hi und genau in dem Moment ist mir ein nasser Schwamm ins Gesicht geklatscht gekommen. Mit Mund offen. Also deine 3 Storys, die klangen schon alle nicht schlecht. Ich würde behaupten, die erste, ja, das ist zwiegespalten. Also welche ich auf jeden Fall nicht glaube, ist das mit den Höschen bei der Abschlussfeier. Ich weiß nicht,
Das ist mir zu krass. Dann schwanke ich auf jeden Fall zwischen den Schwamm und zwischen den Kaffeebecher. Aber ich glaube, dass der Kaffeebecher richtig ist. Nee. Sonne? Abschlussfeier ist richtig. Was? Ja. Hä, und wie war das dann? Ja, wie haben die dich dann angesprochen? Wenn ja, du das keiner hat, ne? Hat mich angesprochen. Nur dumm geschaut, das war's. Ich hab's irgendwann selber gemerkt, was halt ein bisschen kühler wurde. Also, Freunde, die Kerstin ist ja richtig gelegen und ich werde jetzt halt einen Löffel. Das ist Kaba, ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Aber ich weiß es echt nicht. Sie lag ja richtig, ich ja eigentlich falsch und deswegen ease ich das jetzt einfach mal. Ist nicht schlimm, aber irgendwie ist dumm, oder? So Körperpulver zu essen. Also, richtig ekel. Ich habe gerade so Staubwolke raus. Weil das ist so. Das ist überhaupt nicht meins. Ja gut, machen wir weiter. Gut, jetzt kommen meine drei nächsten Stories. Mal schauen, was du mir glaubst und was du mir nicht glaubst. Bald im Hinterkopf. Zwei sind richtig, eine ist falsch. Meine erste Story, das war einer meiner ersten Male in der Disco. Das war im früheren Blue noch, das kennst du ja auch noch. Da war, ich glaube, es hieß Paarungszeit, bin mir aber nicht sicher. Das war halt so ein Event im Blue. Auf jeden Fall hat man so Handschellen bekommen. Man konnte sich mit einer anderen festketten. Das hast du sicherlich schon mal gehört im Blue. Wirklich nicht? Na gut, aber das gab es auf jeden Fall wirklich. Und ich dachte mir, ich schnall mich jetzt mal mit einer richtig geilen da so an, weil ein Kumpel meint halt auch so zu mir, ja komm, lass es einfach machen und ja, die ersten Mal, wo man Disco ist, dachte man so, man ist der übelste Checker mit ein bisschen Alkohol. Ich bin dann zu einer hin und hab die einfach so hinten genommen und angeschnallt und die war dann so voller Panik, weil die war halt schon viel älter, sah auch viel besser aus und die dachte halt sowas wie, was will denn der kleine Knirps von mir? Ist dann mit mir sofort zum Security, sofort aufgeschlossen und ist dann einfach so still weggetrabt. Das zweite ist, wo ich noch in Kochel gewohnt habe, das ist ja eher ländlicher, da gibt es ja auch so Bauernhöfe und alles so. Und da kam so eine Warnung, dass Pferde ausgebrochen sind. Und die Pferde sind halt da so überall rumgeritten. Und ich kam dann halt schon von der Schule, habt ihr schon gehört, dass man so ein bisschen aufpassen sollte. Und ich habe jetzt niemals gedacht, dass ich da so ein Pferd sehe. Auf einmal sehe ich da so ein loses Pferd einfach da so rumgaloppieren. Und schaust du jetzt so. Auf jeden Fall habe ich das Pferd dann so gesehen und ich war halt schon kleiner, war halt noch kleiner und ich hatte halt Angst davor und bin dann halt so langsam weg und habe dann so gesehen, das läuft mir so ein bisschen hinterher. Bin dann ganz schnell weggerannt und es ist mir ohne Scheiß hinterher galoppiert und bin dann zwischen zwei Autos gegangen, weil die haben ja Angst vor so Ritzen, also vor so schmalen Sachen. Und ja, dann konnte ich mich vor dem Pferd retten und ist dann halt irgendwann weg gewesen. Meine dritte Story, das war so. Da war ich auch noch jung, das sind alles jüngere Stories. Da war ich mit dem Flo, den kennst du ja auch noch aus Kochel. Und da wollte ich so Fat Business machen. Und da dachte ich mir so, ja, was kann man da machen? Da haben wir auf dem Klo einen Kondomautomaten gesehen und dachten uns so, ja, komm, so in der Nacht, da ist sicherlich viel Geld drin, so 3 Euro oder 4 Euro für ein Kondom. Da geht richtig was zusammen. Und da sind wir so mit einem Schraubenzieher, mit so einem Klempnerschlüssel sind wir da halt hingegangen. Und haben dann versucht, und einen Hammer, haben dann versucht, in der Nacht das aufzubrechen, auf dem Bahnhofsklo, diesen Kondomautomaten, haben es dann nicht geschafft, haben es dann aufgegeben und sind dann einfach nach Hause gegangen. So ohne fette Beute. Ja, das waren so meine drei Stories und jetzt will ich wissen, was du denkst, ist wahr und nicht. Also, die zweite klingt irgendwie voll bescheuert. Ich nehme jetzt mal die erste und die letzte. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du dich dann auch noch eine Ritze von einem Auto stellst. Da geht man halt in eine andere Richtung. Also was lockst du ein? Eins und drei, richtig. Und die Nummer 1 ist falsch. Also die Bestrafung ist die Zwiebel. Ich bin jetzt mal gespannt. Einmal in die Zwiebel reinbeißen, gönn dir. Nur einmal? Ja, nur einmal. Also ich dachte, ich muss aufessen. Ja, aber halt so einen richtigen Reinbeiß. So. Wie so ein Apfel halt. Komm. Wie das sich angehört hat auch. Und, wie schmeckt's? Wie ein Apfel. Wie ein Apfel. Nur halt zitronig. Ja, ist doch ganz schön.
Zitronig, zwiebelig, ja, wollte gerade sagen. Wir machen jetzt weiter mit ihren nächsten drei Stories und ich übergebe an dich. Ich bin schon gespannt. An mich. Okay, also wir sind alle zusammen einkaufen gegangen, also mein Papa und wir fünf. Ja. Und dann waren wir halt schon fast an der Kasse und ich sollte dann doch was holen, also bin ich hingegangen, aber ich habe nicht gleich gefunden. Und auf jeden Fall bin ich ja wieder zur Kasse und dann waren alle weg. Und dachte ich mir, hä? Ja, die warten bestimmt ein Auto, dann bin ich raus zum Auto und dann war das Auto weg. Und ich, kein Handy, nichts dabei, musste den ganzen Weg bis nach Hause zu Fuß gehen. Das war schon ein Stückchen, weil das so außerhalb war, der Laden. Ja, und mein Dad daheim sagte dann, ja, du hast zu lang gebraucht. Da warte ich doch nicht. Dann hatte ich damals mit meiner Freundin eine Schulhofwette. Da war halt einer, der sah halt ein bisschen besser aus. Und ich sollte vorbeilaufen mit einem Zettel, wo mein Name draufsteht und meine Handynummer. Und das halt dann neben ihn fallen lassen. Da ich es halt fallen lassen und bin halt dann weitergelaufen. Er hat den aufgehoben, hat meine Freundin hat erzählt, die saß auf der anderen Seite. Und dann waren wir halt wieder im Klassenzimmer. Und da unsere Lehrerin ausgefallen ist, hatten wir halt eine Vertretung. Und das war halt der. Das war ein Vertretungslehrer und kein junger Typ von der Schulhof halt. Einmal wollte ich für meinen Dad halt was kochen. Auf jeden Fall sollte ich später von der Arbeit kommen, also habe ich die Nudeln nochmal in die Mikrowelle halt rein. Und er saß halt schon auf seinem Platz. Und dann nehme ich halt den Teller so aus der Mikrowelle raus, drehe mich so. Und die ganzen Nudeln, wo drauf waren, sind dann schwuppsdiwupp auf seinen Schoß draufgeflogen. Weil ich so viel Schwung drauf hatte. Weißt du wie? Ja, ich verstehe schon. Genau, also er hat die halt dann praktisch schon auf seinen Schoß serviert bekommen. Drei wieder mal gute Stories. Ich würde pauschal sagen, zwei schließe ich auf jeden Fall aus. Eins und drei. Also drei kann auf jeden Fall passieren. Das mit den Einkaufen vergessen oder die Nudeln. Ich muss sagen, beides kann definitiv vorkommen. Ich glaube sogar, dass die Eins wahr ist. Ich logge die Eins ein. Ja, die ist wahr. Oh yeah, da war ich ein bisschen am Struggeln, aber hab's doch noch geschafft. Yes. Zeig dein Bizeps. Nee. Gut, meine nächsten drei Stories. Ich denke und hoffe, du bist bereit. Meine erste Story war eine Schulstory. Ich habe schon mal sowas Ähnliches angeschnitten. Ich war auf jeden Fall auf dem Schullandheim. Das war in Königsdorf. Das ist, boah, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, das war so eine Vorbereitung für diese Bewerbungsphase. Ja. Dann kennst du es sicherlich. Ja. Und da wurde man gefilmt. Kennst du sicherlich auch. Und ich wusste nicht, dass man gefilmt wurde. Und bin dann da halt auch so rein, so wie man es halt ganz normal macht. Und ich dachte eigentlich, man sieht mich nicht, wie ich da sitze, was ich mache. Und habe in der Kamera, also man hat es halt von Seitenprofil gesehen, das wurde ja dann der ganzen Klasse vorgetragen. Und habe dann meine Hand halt genommen. Ich bin ja so ganz normal da gesessen, wie man es halt beim Bewerbungsgespräch macht, wie man es gelernt hat. Und habe dann so richtig an meinen Schwanz rumgespielt beim Bewerbungsgespräch. Das hat man dann später gesehen, wo halt die Aufnahmen dann wieder gespielt wurden und wo dann halt eine Bewertung war. Und das wusste ich halt anfangs nicht. Und das war halt meine erste Story. Meine zweite Story, das waren so meine allerersten Alkoholversuche. Da sollte halt mein Dad auch nichts davon wissen. Ich habe da zwar schon mal getrunken, aber dann habe ich mich halt so mit leichteren Sachen ausprobiert, wie Becks und Bier. Und dann bin ich halt so mit meinem Kumpel so nach Hause zu mir gegangen, hatte halt so ein Sixpack zu mir reingeschmuggelt. Das Problem war halt, wie kriegen wir die Flaschen wieder raus? Die hätte er mitnehmen können, wollte aber nicht, weil er auch nicht wusste, wo er sie hintut, war saudumm. Auf jeden Fall haben wir dann so gedacht, ja, bevor mein Dad reinkommt, was checkt und sowas, dann haben wir die Flaschen einfach aus dem Fenster geworfen. Da war halt so, boah, keine Ahnung, wie ich das beschreibe, da war halt so dieses Dach und da war noch so eine Auffangstation. Und da haben wir halt die ganzen Flaschen da rausgeworfen, dann wurde in diese Auffangstation, waren dann irgendwann nach einem Monat oder sowas ein ganzer Berg voller Flaschen, haben sich die Nachbarn unten beschwert. Und dann hat das mein Dad halt gecheckt und da habe ich so einen Anschiss bekommen, musste die dann holen. Dann musste ich aus dem Fenster raussteigen, musste die dann halt alle einsammeln. Meine dritte Story ist eigentlich ganz einfach erzählt. Ich habe ein Spiel gespielt und da waren 12.000 Leute dabei. Das war ganz ausverkauft oder beziehungsweise ganz besetzt. Und ich wurde von diesen 12.000 Leuten nach 30 oder 40 Stunden wurde ich zweiter Platz. Okay, was denkst du ist wahr, was denkst du ist falsch? Tick, tick, du stinkst nach Zwiebel. Tick, tick, tick. Klingt irgendwie alles nach dir, Nummer 1 und 3. Also du loggst 2 an. Sicher? 2 ist falsch. 2 ist falsch. Richtig. Ja. Das ist leider falsch. Die 1 war falsch.
Verpiss dich mit deinem Zwiebelgeruch. Und zwar ist die diesjährige Bestrafung 5 Center Shocks. Was schaut aus wie kleine süße Mini-Marshmallows. Schwarz, lila, rot, blau und gelb haben wir jetzt einfach genommen. Keine Ahnung, was jetzt schlimm ist. Und gönn dir. Also reintun und nicht kauen. Reintun und nicht kauen. Du tust jetzt alle lutschen, bis alle drin sind. Mach. Gönn dir. Hä, ist das so schlimm? Hä? Ist es so schlimm? Aua. Komm, tu nachher nach. Komm, gönn dir. Okay, jetzt so schön mit der Zunge drum rumspielen. Mach ruhig, ja, komm. Ja. Hä, was? Ist es so krass? Ich hatte noch nie 5 Center Shocks zusammen im Mund. Ist das echt so übel? Ich habe da so ein paar extra saure reingetan. Ja? Oh. Du Lappen. Gut, wie hat es denn so geschmeckt? Also, der Anfang war sehr sauer. Da haben sich gleich meine Wangenknochen angezogen. Ja gut, dann würde ich sagen, ist er jetzt perfekt, um 3 weitere Storys zu erzählen, oder? Also ich war mit meinen Schwestern einkaufen, also mit der Claudia und der Sabrina. Ja. Und da wir uns halt immer so ein Blödsinn machen, haben wir uns halt so einen Einkaufswagen gemacht und dann kennst du das doch immer, wenn man da mal so rumfährt. Ja. Also sich draufstellt und dann einfach durch die Gänge fährt. Ja, auf jeden Fall habe ich das halt auch gemacht und da hat sich halt der Wagen dann praktisch so vom Gewicht her einfach nach hinten. Ach, wie beschreibt man das denn? Wenn du draufstehst und dann fährst und der sich dann umschmeißt vom Gewicht einfach her, von der Verteilung her. Auf jeden Fall lag ich halt dann auf Boden und Einkaufswagen oben drauf und meine Schwester und ich standen nur da und haben dumm gelacht. Bis sie mir halt dann mal aufgeholfen haben mit diesem blöden Wagen. Das war die erste. Dann kannst du ja den Jahrmarkt mit dem Spiegelkabinett. Ja. Da stand ich halt da draußen voll cool und dachte mir so, ja, ich schaue jetzt zu, wo der Ausgang ist und warte, weil du konntest ja die Leute sehen, die da rumlaufen. Und meine Schwester war halt schon drin und ich wollte die halt austricksen und dachte mir so, halt voll cool, ich warte jetzt, bis ich halt sehe, wo es rausgeht. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann halt gesehen. Bin dann so ganz cool reingegangen und meine Schwester war auch noch drin. Und dann dachte ich, ja, ich weiß, wo der Ausgang ist und bin halt dann schnurstracks zum Ausgang gelaufen und bin dann gegen die Scheibe gelaufen, voll eine Kanne, weil ich halt gerannt bin. Richtig krass gegen die Scheibe, dass ich dann voll rot angelaufen bin, Nasenbluten bekommen habe. Und alle Leute konnten es draußen sehen, weil er die halt umstellt. Also der hat Ausgänge immer vertauscht. Okay, das Letzte. Kannst du das, was langweilig ist, dann sitzt du am Fernseher und zippst halt so durch. Aus Langeweile. Und dann hat es halt geklingelt, also bin ich zur Tür, hab den Fernseher hingeschmissen, Ton war laut an. Und da ist halt eine erotische Szene gelaufen, die voll laut war. Naja, und das war mein bester Freund von oben, der hat oben gewohnt. Der ist halt dann rumgekommen, weil wir halt damit zusammen was gemacht haben. Ja, das war's eigentlich schon. 3 Storys. Das eine Mal war der Einkaufswagen. Das andere war der Jahrmarkt und das letzte war mit der erotischen Szene. 3 glaube ich auf gar keinen Fall. Ich sage, die 2 ist richtig. Ja, stimmt? Gut, meine Liebe. Das sind 3 Sachen, sowas ich habe, ich war und bla 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 bla. Auf jeden Fall, ich habe in der 2. Klasse meinen Schwanz gemessen in der Pause mit diesen. Hör zu. Ich habe in der 2. Klasse meinen Schwanz gemessen in der Pause mit diesen, ja, Lineal halt einfach, das, wo man für die Tafel benutzt. Meine 2. Story. Ich war mit meinem Lehrer saufen. Und die 3. Story. Ich habe meinen Kumpel die Nase gebrochen. Die 2. und die 3. ist richtig. Also du sagst, die erste ist falsch. Also die erste ist falsch. Das mit dem Lineal Schwanz messen. Ja. Du logst ein? Ja. Tja, leider sind alle 3 richtig. Sind alle 3 richtig. Bei einem war ich mir halt sicher, weil ich halt weiß, dass du schon mal deinen Kumpel eine Nase gebrochen hast. Stimmt, das habe ich dir mal erzählt, gell? Erzählt. Scheiße.
Die mit den Lehrern waren halt irgendwie, ja, ich war mit meinen Lehrern auch schon weg, also ist das gar nicht so dumm, die Geschichte. Und das erste sagt mir mit zweite Klasse 7 Jahre alt oder 8. Da denkt man doch noch sowas gar nicht. Doch, da haben wir, das war sogar mit anderen Schulkollegen sogar noch, da haben wir unsere Schwanzlänge gemessen. Ich hatte einfach den größten so. Ja, juckt mich einfach nicht. Es gibt nämlich noch als Bestrafung eine Ahoi-Brause. Einfach so in den Mund reintun. Aber nach Center Shock schockt mich gar nichts mehr. Nach Center Shock schockt sie gar nichts mehr. Ich würde sagen, du machst es einfach rauf und kippst es in der Meine. Ist das klar? Aber noch eine nur. Eine nur, ja, ganz genau. Du nimmst es jetzt ganz tief in den Mund. Swallow it, come on, come on. Swallow! Wow, 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 wow. Wie fühlt man sich so mit einer ganzen Packung drin? Hast du sofort geschluckt, oder wie? Nee, nur die Hälfte. Auf diesem Reflex von mir. Kaugummi will ich auch runterschlucken. Ja, okay. Schlucken mag ich halt. Alles klar. Alles klar. Es sah aber gar nicht so schlimm aus bei dir. Wie fandest du das? Nee, also es war jetzt gar nicht so schlimm, weil es halt Timber war. Waldmeister wäre, ich glaube, schlimmer gewesen. Okay, gut. Dann, aber die habe ich mir für dich ausgesucht. Alles klar, nee, finde ich auf jeden Fall fair. Also bei uns gibt es immer die Familientreffen bei meiner Oma, wo wir alle zusammen halt kommen, erscheinen. Und ich war halt dann wegen irgendeiner Sache sauer, ich weiß nicht mehr, wegen was es war. Aber auf jeden Fall bin ich dann raus und gleich daneben ist das Haus von meinem Onkel. Und da habe ich mich halt daneben, neben das Gartentor hingesetzt und habe halt erstmal voll die Wutanfälle gehabt und war sauer und habe mit keinem mehr geredet. Und saß halt dann einfach da so eine halbe Stunde mal rum. Bis ich halt gemerkt habe, dass da irgendwas jucken anfängt und alles mögliche und so zu krabbeln. Ich habe mich in einen Ameisenhaufen gesetzt. Okay. Und die sind mir ohne Witz bis oben hin hingekrabbelt. Ich war, weil es war halt so ein, ja, das war so ein Hügel und für mich sah es halt einfach nur wie ein Erdhaufen aus. Und da kamen halt dann wirklich voll viele raus und ich war halt dann am Ende voller Ameisen, die mich angepinkelt haben. Ja. Und einmal, da haben wir halt eine neue Lehrerin bekommen und die mochte keiner, die war halt einfach nur bescheuert. Und auf jeden Fall hatten wir eine Sitzordnung und ich war halt rein, wollte mal auf meinen Platz. Und dann kam der Lulu, das ist halt ein Klassenkamerad gewesen, der wollte aber unbedingt auf meinem Platz, weil er neben der einen Person nicht sitzen wollte, weil die halt Streit hatten. Und auf jeden Fall hat er sich dann da hingesetzt und ich so, hallo, kannst du mal von meinem Platz runtergehen? Und ich habe dann von der Lehrerin Anschluss bekommen, weil ich nicht auf meinem Platz saß. Und ich so, ja, ich würde ja gerne auf meinem Platz sitzen, aber es geht nicht, weil da sitzt jemand drauf. Und dann, nee, das sehe ich jetzt gar nicht an, dass du mit mir so redest. Du gehst jetzt sofort raus. So einen dummen Affen habe ich ja hier wirklich noch nie gesehen. Du gehst jetzt zum Konrektor. Konrektor war halt mein Klassenlehrer. Bin ich halt so hochgegangen. Ja, also die hat mich halt rausgeschmissen, die Frau Dingsy Bumsy. Und dann wollte er halt wissen, warum. Und ich sehe dann vor der ganzen Klasse, ja, der Lulu, der saß halt auf meinem Platz. Und ich wollte halt dann dahin. Und dann hat sie nur noch zu mir gesagt, dass ich ein dummer Affe bin und mich rausgeschmissen, ja. Und er hat dann nur noch gelacht, das war's. Dann hatten wir halt Kunst. Und die Lehrerin halt hat gemeint, ich soll aus dem Malschrank halt Utensilien holen. Aber wir wollen, ich hatte den Malschrank, mach dann halt so auf. Find die halt nicht gleich, sucht so und dann halt ganz unten ganz viel Alkoholflaschen. So benutzte und mal nicht benutzte. Okay. Und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, hol halt die Sachen, die ich halt gebraucht habe. Und die war halt auch immer so drauf, die war halt auch schon im Unterricht immer betrunken, so, die war nie voll da. Und wir haben uns halt dann gedacht, einer malt ein Bild, der gut zeichnen kann und wir geben das immer alle ab. Also wir haben alle dasselbe Bild halt immer abgegeben. Und ich bin halt hin und dachte mir so, ja, kein Bock eigentlich zu malen. Ich saß 2 Stunden rum und habe nichts gemacht und habe halt eine 1 bekommen für ein anderes Bild. Und ich habe das halt zuerst abgegeben. Und meine Freundin, die wollte es halt dann auch machen und hat es halt auch abgegeben und hat halt einfach knallhart eine 6 bekommen. Die hat es halt immer so bewertet, nachdem, wo sie mag und nicht, aber die wurde dann auch gefeuert. Okay, alle drei Geschichten, die klangen alle drei eigentlich in Ordnung. Das mit den Ameisenhügeln glaube ich dir auf jeden Fall. Das mit dem Klassenkamerad, dass der deinen Platz geklaut hat, klingt auch auf jeden Fall gut. Und das dritte war ja mit der Lehrerin, die ein Alkoholproblem hat. Da ich weiß, dass du einmal alle drei richtig und alle drei falsch hast und da ich eins auf jeden Fall glaube, sage ich, dass alle drei richtig sind.
Und das logge ich ein. Ja. Yes, Freunde. Wer ist wohl der King in diesem Game? Ich bin trotzdem King. Alles klar. Nö, du bist die Königin. King bist du nicht. Queen. Alles klar. Ne, fand ich auf jeden Fall fies. In diesem Sinne, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, oder? Was? Ja. Ciao. Ciao. Cranky Capone. Cranky Capone. Cranky Capone. Yeah.